Hallo und herzlich willkommen zu Saulustig, Witze für Erwachsene Teil 4. Und wie war die erste Nacht mit Bernd im Flitterwochenbett, Eva? Fragt neugierig Brigitte ihre Freundin, als sie von der Hochzeitsreise ganz begeistert zurückkam. Oh, herrlich, unvergleichlich schön, gestand Eva ihrer Freundin. Ich hätte nie gedacht, dass man sich so amüsieren kann, ohne zu lachen. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer gewählt, sagte der alte Herr ins Telefon. Sie sollten den Wetterdienst anrufen. Was gibt es denn? Fragt die sehr viel jüngere Ehefrau. Da wollte einer wissen, ob die Luft rein ist. Eine gut verdienende Prostituierte, die sich auf ältere Jahrgänge spezialisiert hat, zeigt ihrer Freundin ihre wunderschöne Wohnung. Als die beiden zum Schlafzimmer gelangen, erklärt sie, und das hier ist die Nussknacker-Suite. Ich weiß wirklich nicht, sagt die junge Frau beim Zahnarzt, was schlimmer ist, sich einen Zahn ziehen zu lassen oder ein Kind zu bekommen. Entscheiden Sie sich bitte, sagt der Zahnarzt lächelnd, damit ich den Stuhl entsprechend einstellen kann. Ziemlich komisch, sagt das Mädchen zu ihrem älteren Freund, während sie zärtlich an ihm herumspielt. Du hast wunderschöne graue Haare, aber da unten ist kein einziges graues Härchen. Wie denn auch, sagt er. Da unten habe ich noch nie Sorgen gehabt. Uschi und Moni sitzen im Kino, sagt Uschi. Neben mir sitzt ein Kerl, der onaniert. Beacht ihn einfach nicht, meint Monika. Stöhnt Uschi. Das geht nicht. Er macht's mit meiner Hand. Die Sekretärin hat Mühe, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und macht einen Fehler nach dem anderen. Was ist denn bloß in Sie gefahren, knurrt der Chef verärgert. Mein Mann. Und zwar die ganze Nacht, antwortet sie müde. Klein Erna kommt heulend aus dem Theater nach Hause. Mami, sagt sie, mir ist in der Vorstellung mein Portemonnaie gestohlen worden. Ja, um Himmels Willen, wo hast du es denn aufbewahrt? Wie immer in meinem Höschen. Ja, hast du denn nicht gemerkt, dass da einer hinlangte? Doch, ich hab's ja gemerkt, aber ich dachte, der hätte ehrliche Absichten. Haben Sie von Ihrer Gattin eigentlich tolle Nacktfotos? Das ist ja eine Frechheit. Natürlich nicht, Sie Flegel. Ich kann Ihnen welche besorgen. 5 Euro pro Stück. Auf der Party sagt der Mann zu seiner Angebeteten, ich finde, wir haben so vieles gemeinsam. Wir sind zum Beispiel beide verheiratet. Die Lehrerin wundert sich, als das kleine Mädchen ihr mitteilt, die Mutter bekomme schon wieder ein Baby. Aber dein Vater arbeitet doch schon seit 2 Jahren im Ausland, nicht wahr? Fragt die Lehrerin. Ja, aber er schreibt regelmäßig, antwortet die Kleine. Kommt eine Stimme von der letzten Bank. Mensch, muss der aber einen langen Bleistift haben. Eva schreibt endlich an ihre beste Freundin. Du machst dir keine Vorstellung, wie liebestoll mein neuer Freund ist. Wir lieben uns 24 Stunden am Tag ohne Pause. Tag und Nacht vernascht er mich. PS, entschuldige bitte meine verwackelte Schrift. 3 Wikinger-Schiffe laufen die Küste an. Ein Dorf kommt in Sicht. Der Anführer gibt die Kommandos. Die Besatzung von Schiff 1 stürmt das Dorf. Die Besatzung von Schiff 2 plündert und brandschatzt. Und die Besatzung von Schiff 3... Da wird er unterbrochen von einem Wikinger von Schiff 3. Nun sagt bloß nicht, Chef, dass wir schon wieder mit dem Vergewaltigen dran sind. Die Frau des Maurers bekommt ein Baby. Der Vater sieht das Neugeborene und staunt. Es ist ja ganz schwarz. Na und? Antwortet die glückliche Mutter schnippisch. Du bist ja auch der größte Schwarzarbeiter in der ganzen Gegend. Ein Missionar fährt mit dem Eingeborenen im Kanu durch den Wald. Um die Zeit zu vertreiben, erteilt der Missionar dem Wilden Deutschunterricht. Er deutet aufs Wasser und sagt, Wasser. Der Häuptling nickt und wiederholt, Wasser. Der Missionar zeigt auf die Tiere am Ufer und sagt, Tiere. Der Häuptling nickt wieder, Tiere. Plötzlich entdecken sie am Ufer ein Paar, das sich wild liebt. Der Missionar wird verlegen und weicht aus. Die machen Radfahren. Der Häuptling nimmt seinen Speer und jagt ihm dem jugendlichen Liebhaber am Ufer in den Leib. Gütiger Gott, ruft der Missionar entsetzt, warum haben Sie das getan? Das war mein Fahrrad, antwortet der Häuptling. 2 Regenwürmer kommen an einer großen Schüssel mit Spaghetti vorbei, sagt der eine Regenwurm. Oh, Gruppensex. Ein Ehepaar beim Zoobesuch.
Plötzlich brüllt ein Gorillamännchen durchs Gitter, zieht die Frau in seinen Käfig, reißt ihr die Kleider herunter und will sich über sie hermachen. »Was soll ich denn tun?« schreit sie in höchster Not. Brummt ihr Mann. »Na, jetzt sag ihm mal, wie üblich, dass du Kopfschmerzen hast.« Jetzt gibt es da endlich so ein neues Insektenmittel. Es macht die Fliegen so scharf, dass man immer zwei zugleich erschlagen kann. In Boston klopft es nachts an die Haustür. Der Ehemann steht auf, geht ins Schlafzimmerfenster und fragt hinunter: »Wer klopft da?« »Der Bürger von Boston.« »Liebling, da ist jemand für dich an der Tür.« Der Richter fragt den Angeklagten: »Weshalb haben Sie denn Ihre Frau erschossen und nicht den Liebhaber?« »Na ja, ich bin doch kein Massenmörder.« Ein Mann steht mit seiner Freundin vor der verschlossenen Haustür und sucht seinen Schlüssel. Schwitzend durchsucht er sämtliche Taschen. Der Schlüssel ist verschwunden. Resignierend meint der Mann schließlich: »Tja, da stehen wir drei nun dumm rum.« Am Strand von Sylt hat ein junges Mädchen endlich einen älteren Typen aufgerissen. »Nimmst du mich mit in dein Haus heute Nacht?« fragt das Mädchen. »Ja, warum nicht? Was ist denn so für mich drin?« »Naja, vielleicht ein bisschen Sand.« Die Mama erfährt, dass ihr einziges Töchterlein im dritten Monat ist. »Du dummes Ding«, sagt sie empört. »Wo hast du nur deinen Kopf gehabt?« »In den Kissen, Mama.« Freundlich sagt die Wirtin am späten Abend zu ihren Gästen: »Gute Nacht alle miteinander und schlaft recht gut. Jetzt geht jeder in sein Bett.« Am nächsten Morgen will sie wissen: »Nun, war auch jeder in seinem Bett?« »Ja«, antwortet Ute. Fritz ging in sein Bett, Uschi ging in sein Bett, Rita ging in sein Bett, Betty ging in sein Bett. Was macht Hochzeitsgäste lustig? Die Schadenfreude. Zwei Freundinnen unterhalten sich über einen gemeinsamen Bekannten. »Er hat keine guten Manieren«, sagt die eine. »Mit mir hat er 15 Mal geschlafen, bevor er sich überhaupt vorstellte.« »Mami, Mami«, ruft die kleine Lisa aufgeregt, »der Papi fängt Mäuse und isst sie.« »Wie kommst du denn auf diesen Unsinn?« »Als ich an der Küchentür vorbeiging, hörte ich, wie Papi drin sagte: »Komm endlich her, du süße Maus, damit ich dich vernaschen kann.« Polizist zum Pärchen im geparkten Wagen: »Wollen Sie das Mädchen da etwa küssen?« »Nein, nein, 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 keineswegs.« »Würden Sie dann mal meine Taschenlampe festhalten?« Der Beerdigungsunternehmer hat sich ein hübsches Mädchen für die Nacht ins Bett geholt. Am Morgen fragt er routinemäßig: »Wollen Sie ihn noch ein letztes Mal sehen?« Auf Ibiza hat Anne einen tollen Mann kennengelernt. 14 Tage verbringt sie auf seinem Hotelzimmer, dann kommt der Abschied. Am Flughafen fragt sie: »Ich kenne ja nicht mal deinen Nachnamen.« Der junge Mann wird rot. »Ach, mein Nachname klingt so lächerlich.« »Nun sag schon.« »Also gut, ich heiße Neuschnee.« Anne lacht und lacht. »Siehst du«, sagt der junge Mann, »ich hab's ja gesagt.« »Ja, Verzeihung«, sagt sie. »Das glaubt mir sowieso keiner, dass ich im August auf Ibiza jeden Tag 20 Zentimeter Neuschnee hatte.« Während der Hochzeitsfeier küsst der Bräutigam seine junge Frau. Der kleine Hansi, der daneben steht, fragt aufgeregt seine Mutter: »Mami, ist das nun die Bestäubung?« Jack, der Schwergewichtsboxer, will in der Hochzeitsnacht seiner jungen Frau imponieren. Er zieht sich das Hemd über den Kopf, löst den Hosengürtel und schreit: »Sieh dir das an! Hier stehen 220 Pfund Dynamit, Darling!« »Ja«, sagt sie, »so viel Dynamit und nur so eine kurze Zündschnur.« Der Papi steht unter der Dusche. Seine beiden kleinen Töchter klopfen an und fragen: »Papi, dürfen wir uns Schweinchen dick ansehen?« »Ja, kommt rein. Aber woher habt ihr diesen Ausdruck?« Was sind Alimente? Das sind Erzeugerpreise, die Männer manchmal bezahlen müssen. Bei der Party gibt's in einer Ecke ein wildes Geknutsche. »Aber das eine sage ich dir«, sagt sie, »ich bleibe standhaft.« »Na gut, aber dann ist das dann unbequemer, ne?« Sie: »Liebst du mich?« Er: »Ja.« Sie: »Willst du mich heiraten?« Er: »Nein.« Sie: »Runter!« Was haben eine Kindereisenbahn und Frauenbrüste miteinander gemeinsam? Beide sind für die Kleinen bestimmt und die Großen spielen damit. Tina trägt im Büro ein gewagtes Dekolleté. Ihr Chef deutet darauf und fragt: »Ist das zu verkaufen?«
Tina entrüstet, natürlich nicht. Dann sollten sie aufhören, dafür zu werben. Fragt der eine Freund den anderen, wollen wir nicht mal eine Gruppensexparty machen? So richtig mit Partnertausch und so? Nicht schlecht. Wie viele kommen denn? Na, wenn du deine Frau mitbringst, sind wir schon drei. Meine Frau hat mich in Sachen Sex auf Sparflamme gesetzt. Sie lässt mich nur noch einmal in der Woche ran. Ach, mach dir nichts daraus. Ich kenne Männer, die lässt deine Frau nur einmal im Monat ran. Drei Damen sitzen in einer Bar. Das Thema? Natürlich das männliche Glied. Die Engländerin empört sich und sagt, ordinär. Wir Engländer nennen ihn Gentleman, denn er steht vor jeder Dame auf. Darauf die Deutsche, wir nennen ihn einfach Vorhang, denn er fällt nach jedem Akt. Oh la la, sagt die Französin, wir nennen ihn das Gerücht, denn er geht von Mund zu Mund. Der junge Mann stoppt seinen Wagen auf einem einsamen Waldweg und langt zu seiner neuen Bekannten herüber. Halt, sagt das Mädchen und schiebt ihn von sich. Ich bin tatsächlich eine Prostituierte. Wenn du es mit mir treiben willst, kostet das 30 Euro. Verstanden? Der junge Mann zahlt und das Vergnügen beginnt. Später, als alles vorbei ist, setzt er sich hinters Lenkrad und wartet. Was ist los? Ruft das Mädchen. Warum fahren wir nicht? Es ist so, antwortet der junge Mann. Ich bin tatsächlich Taxifahrer. Und wenn du in die Stadt zurück willst, kostet das 30 Euro. Verstanden? Ulrike fragt ihren Ehemann. Du, Jonathan, steht schon fest, was wir beide heute Abend machen? Ja, na klar. Und wie? Fass mal an. Das Paar sitzt eng umschlungen auf dem Sofa. Das Licht ist gedämpft, er flüstert ihr ins Ohr. Woran denkst du, Liebling? An dasselbe wie du, gab sie zurück. Prima, freut er sich. Machst du mir eins mit Schinken? Der Frauenarzt sagt zu seiner Sprechstundenhilfe, schicken Sie mir jetzt die Nymphomanien rein und nehmen Sie für den Rest des Tages frei. Eine vollbusige Blondine kommt zum Roten Kreuz, um Blut zu spenden. Welcher Blutgruppe gehören Sie an? Fragte die Schwester. Der heißen, war die Antwort. Zwei Schokoladen fliegen durch die Luft. Welche von ihnen ist männlich? Na, die mit den Nüssen. Fragt sie, liebst du mich auch wirklich? Ja, aber sicher. Oder glaubst du etwa, dass ich Liegestütze mache? Eine junge Ehefrau beschwert sich bei ihrer Mutter, dass ihr Gatte, statt seinen Ehepflichten nachzukommen, jeden Abend im Bett liest. Die Mutter will ihr helfen und beschließt, während die Tochter im Nebenzimmer warten soll, ihren Mann auf die Probe zu stellen. Sie steigt am Abend zu ihm ins Bett und wartet auf die Dinge, die da kommen sollen. Er nimmt wieder sein Buch und fängt an zu lesen. Nach geraumer Zeit tastet seine Hand zur Mutter rüber unter das Hemd und gleitet langsam weiter abwärts. Da springt die Mutter aus dem Bett rüber zur Tochter und flüstert, schnell, geh rüber, ich glaube, heute will er noch was, er hat schon gefühlt. Ach, sagt die Tochter, es ist immer das Gleiche, er will sich nur zum Umblättern die Finger anfeuchten. Der Richter beugt sich zur Zeugin hinunter. Sie hatten also geschlechtliche Beziehungen zum Angeklagten? Die junge Frau nickt verlegen. Und wie lange dauerten die? Die Zeugin räuspert sich. Naja, meistens so 10 bis 15 Minuten. Flüstert Rolle in der Bar der Rosi ins Ohr. Jetzt möchte ich dir ins Ohrläppchen beißen, dann möchte ich dir ins Brüstchen beißen und dann möchte ich dir ins Bäuchlein beißen, dann möchte ich dir ins Schenkelchen beißen und dann möchte ich alles auffressen. So verrückt bin ich nach dir. Darauf der Kellner. Und was wünschen der Herr dazu zu trinken? Der Sohn des Millionärs macht ein trauriges Gesicht. Was ist denn, mein Detlef? Fragt die Mutter. Soll dir Papa einen neuen Sportwagen kaufen oder ein schickes Rennboot? Das ist es nicht, seufzt der junge Mann. Ich habe festgestellt, dass ich homosexuell bin. Na, mach doch nichts, sagt die Mutter. Dann kauft dir Papa eben einen Sängerknaben. Was haben junge Mädchen mit Kirschbäumen gemeinsam? Sie wachsen, blühen und gedeihen und wenn sie groß sind, klettern die Jungs drauf. Als Herbert nach Hause kommt, findet er seine Freundin mit einem fremden Mann im Bett. Da tobt er. Was soll das bedeuten? Was ist hier los? Wie heißt der Kerl? Da richtet sich seine Freundin aus dem Kissen auf. Eine vernünftige Frage. Wie heißen Sie eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen einem Diktator und einem Bikini? Keiner. Alle fragen sich, was ihn hält, und jeder hofft, er wird fallen. Mutter und Fritzi betrachten das Familienalbum. Du, Mami, wer ist der Dünne mit den blonden Locken? Na, das ist doch unser Papi.
Ja, aber wer ist dann der Dicke mit der Glatze, der bei uns wohnt? Frau Doktor steht in der Badewanne. Fritzchen kommt rein und fragt erstaunt: Oh, Mutti, was hast du da? Er zeigt auf die Schamhaare. Deine Neugier ist groß. Ja, weißt du, sagt die Mutti, das ist der Babyschwamm. Fritzi ist zufrieden. Nach 3 Tagen kommt er in die Küche gerannt und ganz aufgeregt. Du, Mutti, Mutti, unsere Erna hat auch einen Babyschwamm. Da schimpft die Mutter. Hast du, Lausebengel, etwa Fräulein Erna beim Baden zugeschaut? Nein, sagt Fritzi. Ich war eben im Schlafzimmer und da habe ich gesehen, wie der Papa sich mit Ernas Babyschwamm das Gesicht gewaschen hat. 2 Männer treffen sich am Strand. Na, wie steht's? Fragt der eine. Ja, je nachdem, wie die Mädchen sind, erwidert der andere. Dieter hat der Dame 1000 Euro für eine Stunde Liebe bezahlt, unter der Voraussetzung, dass alles in völliger Dunkelheit vor sich geht. Sie erklärt sich einverstanden und schon geht es los. Schlag auf Schlag. Immer wenn sie aus dem Bad zurückkommt, stellt sich heraus, dass Dieter unersättlich ist. Als er es zum 8. Mal tut, seufzt sie gequält auf. Mensch, Dieter, so etwas habe ich noch nie erlebt. Was heißt ihr Dieter? Ich heiße Fritz. Der Dieter steht vor der Tür und verkauft Eintrittskarten, das Stück für 100 Euro. Aber Mutti, ich mag doch keine Linsen. Sei still. Erstens fährst du morgen in Urlaub und zweitens sind das Anti-Baby-Pillen. Worauf sollte man bei einer Autonummer achten? Darauf, dass die Sitze nicht schmutzig werden. Früher warst du ganz anders, sagt die Frau vorwurfsvoll zu ihrem Mann. Da hast du mir immer den Hof gemacht. Stimmt, nickt er zustimmend. Da hatte ich auch noch einen festen Besen. Moni berichtet nach ihrem Afrika-Urlaub von Bananen, die besonders lang und dick sind. Sie unterstreicht ihren Bericht mit Handbewegungen. Da meint die schwerhörige Oma, das ist ja alles gut und schön, aber kann er dich denn auch ernähren? Der Stabsarzt sieht mit Entsetzen, dass der Rekrut mit erregiertem Glied vor ihm steht. Er brüllt ihn an. Mann, was ist denn mit Ihnen los? Wohl nur unanständige Gedanken im Kopf. Da jammert der Rekrut. Aber Herr Stabsarzt, was kann ich denn dafür, dass Sie mir so sympathisch sind? Gnädigste, es stört Sie doch nicht, wenn ich so in aller Offenheit erzähle, wie ich im Laufe meines Lebens die Mädchen vernascht habe. Aber nein, lächelt die Gastgeberin. Jeder Invalide erzählt gern vom Krieg. Uschi und Petra lehnen am Weidezaun. Du schau mal, sagt Uschi, der Stier steigt auf die Kuh. Wie oft macht er das wohl? Im Jahr einmal, antwortet Petra. Nanu, warum denn so selten? Weil's halt ein Rindvieh ist. Auf einer Party kommen 2 Männer ins Gespräch. Der eine ganz anzüglich, oh, viel Fleisch hier. Seufzt der andere, wie sie recht haben. Leider habe ich meine eigene Konserve dabei. Er und sie sind gerade sehr miteinander beschäftigt. Doch plötzlich fragt sie ihn verwundert, hör mal, was ist denn auf einmal mit dir los? Tja, erwidert er, es schlug gerade 5 Uhr und da lassen wir Maurer immer alles fallen. Ein Freund fragt den anderen, sag mal, hast du mal mit meiner Frau geschlafen? Was soll denn das? Das würde ich doch nie im Leben tun. Solltest du aber mal machen. Sie ist viel besser als deine. Letzte Woche habe ich meinen Mann rausgeschmissen, weil er sich ständig mit Weibern rumtreibt, berichtet die attraktive junge Frau. Jetzt bettelt er, ich soll ihn wieder hereinlassen. Was soll ich tun, Herr Pfarrer? Es ist Ihre Christenpflicht, ihn wieder aufzunehmen, meint der geistliche Herr und tätschelt ihre Hand. Aber, fügt er hinzu, und sein Griff wird dabei etwas fester. Wie wär's, wenn wir es dem Hundesohn etwas heimzahlen würden? Bitte, bitte, Mutti, lass mich endlich auch einen Büstenhalter tragen. Ich bin ja schon 17. Gut, ich überleg's mir, Klaus. Herr Doktor, fragt der nicht mehr ganz so junge Patient, stimmt es wirklich, dass Karotten gegen Impotenz helfen? Also wissen Sie im Grunde genommen schon, erwidert der Arzt. Das Problem ist hier nur die Frage der Befestigung. Sagt er, vermutlich hast du schon schlechtere Liebhaber in all deinen Jahren gehabt? Ich sagte, vermutlich hast du schon schlechtere Liebhaber gehabt in all den Jahren? Und sie, nun dräng doch nicht so, ich denk doch noch gerade nach und zähl durch. Am FKK-Strand liegt ein Mann mit einem steifen Glied. Der kleine Fred fragt, was das sei. Das ist eine Sonnenuhr, antwortet die Mutter. An dem Schatten, den es wirft, kann man die Zeit ablesen.
Fred ist fasziniert und schaut nur noch gebannt auf den Mann. »Du, Mutti«, ruft er dann plötzlich, »die Sonnenuhr muss wieder aufgezogen werden.« Ein China-Reisender wird nach seiner Rückkehr von Stammtischfreunden mit der Frage bedrängt, »Na, wie steht's mit der Liebe in China?« Die Antwort, »Na, wenn man erst durchs Gelbe ist, ist es genau wie zu Hause.« Der Rekrut beschwert sich beim Unteroffizier, »Ich glaube, mein Bettnachbar ist schwul«, sagt er. »Und wie kommen Sie darauf?« »Ja, jedes Mal, wenn ich ihm das Gute-Nacht-Küsschen geben will, presst er sich ganz fest an mich.« Zwei kleine Jungen sitzen im Kino. Ein Liebesfilm läuft. »So ein Käse«, ärgert sich der eine. »Immer diese saublöde Küsserei.« »Ich finde ihn nicht schlecht«, sagt der andere. »Ich stelle mir immer vor, dass er sie erwürgt.« Beim Frühstück liest Bianca ihrem Mann aus der Zeitung vor. »Du, stell dir vor, der Heiratsvermittler, durch den wir uns kennengelernt haben, ist gestern ermordet worden.« »Na und«, knurrt ihr Gatte, »ich habe ein Alibi.« Das junge Paar sitzt auf der Bank im Park. Er nimmt ihre Hand und fragt, »Fräulein Gerda, darf ich um Ihre Hand bitten?« Sie fragt zurück, »Wissen Sie denn nichts Besseres?« »Doch schon, aber die will mich nicht haben.« Das junge Paar ging am 5. Tag der Flitterwochen zum Essen, ins Restaurant. Als der Kellner nach ihren Wünschen fragt, erkundigt sich der Mann bei seiner jungen Frau, was sie denn möchte. »Du weißt doch, was ich am liebsten möchte«, sagt sie. »Ja, sicher«, sagt er errötend, »aber wir müssen doch auch mal zwischendurch was essen.« Eine Ehefrau findet ihren Mann mit einer Blondine im Bett. »Das ist nur eine Anhalterin«, sagt der Mann. »Sie war hungrig und da habe ich ihr was zu essen gemacht. Dann habe ich ihr die Sandalen geschenkt, die du seit 12 Jahren nicht getragen hast. Auch ihr zerrissenes T-Shirt haben wir gegen eine Bluse getauscht, die du nie anziehst. Und als sie dann gehen wollte, hat sie mich gefragt, ob es noch irgendetwas gibt, was du nicht mehr brauchst.« Der Mann geht zum Arzt. »Herr Doktor, kann es vielleicht auch an mir liegen, dass meine Frau keine Kinder bekommt?« Der Arzt: »Das werden wir untersuchen. Zeigen Sie mir mal Ihr Geschlechtsteil.« Da streckt der Patient seine Zunge weit heraus. »Was, du willst schon gehen?« sagt die Prostituierte zu dem Stammkunden, der sonst eigentlich immer recht lange bleibt. »Ja, leider«, antwortet der Mann. »Heute ist Muttertag, da möchte ich meiner Frau auch mal eine Freude machen.« Das Muttersöhnchen hat geheiratet. Die Hochzeitsnacht wird zu einer Nacht voller Überraschungen für ihn. Seine erfahrene junge Frau weiß genau, wie man Unerfahrene in die Mysterien der Liebe einführt. Das Muttersöhnchen lernt seine Lektion mit viel Freude. Am nächsten Morgen erwacht seine Frau und er zufrieden und glücklich. Sie streckt die Arme und dehnt sich wollüstig. Er sieht die Haare in ihren Achselhöhlen und staunt. Oh, noch zwei? Ein Mädchen kauft sich ein Kleid im Kaufhaus. »Finden Sie nicht, dass es etwas zu tief ausgeschnitten ist?« fragt es die Verkäuferin. Die Verkäuferin schaut genau hin. »Haben Sie Haare auf der Brust?« »Nein, natürlich nicht.« »Ja, dann ist das Kleid wirklich etwas zu tief ausgeschnitten.« Tini ist eine attraktive Blondine, macht Ferien auf dem Bauernhof. Bei einem Spaziergang trifft sie den Bauern, der zuschaut, wie seine Kuh vom Bullen bestiegen wird. Gierig schaut der Bauer das Mädchen an und seufzt. »Och, das möchte ich jetzt auch machen.« »Na, dann machen Sie es doch. Es ist doch Ihre Kuh.« Was ist der Unterschied zwischen Zahnweh und der Hochzeitsnacht? Beim Zahnweh ist man froh, wenn er draußen ist. Und bei der Hochzeitsnacht ist man froh, wenn man kein Zahnweh hat. Eine Party. Eine fette Frau stellt ihr tief ausgeschnittenes Kleid zur Schau. Fragt ein Gast den anderen, »Haben Sie so etwas schon mal gesehen?« Meint der andere, »Nein, seit meiner Entwöhnung nicht mehr.« »Früher«, sinniert die Ehefrau, »ach, da hast du mich elektrisiert wie Eros Ramazzotti, mich umarmt wie George Clooney, geküsst wie Johnny Depp, meine Sinne aufgeputscht wie Brad Pitt. Und was ist heute, nach 3 Jahren Ehe?« »Ich kann dich beißen wie Lassie.« »Rudi hat mich gestern während einer ganzen Fernsehsendung geliebt«, erzählt die junge Ehefrau ihrer Nachbarin. »Welche Sendung war es denn?« »Die Lottozahlen.« Drei 80-Jährige klagen über Beschwerden des Alters. Der erste: »Meine Augen lassen schon sehr nach. Neulich habe ich mein Urenkelchen nicht erkannt.« Der zweite: »Ich höre immer schlechter. Trotz Hörgerät kann ich die Nachrichten nicht mehr verstehen.« Der dritte: »Bei mir ist es das Gedächtnis. Als ich gestern zu meiner Freundin kam und mit ihr ins Bett wollte, schrie sie mich an.« »Was willst du schon wieder? Du warst doch erst heute Vormittag hier.« Fragt die junge Frau im Kaufhaus. »Sagen Sie, wo bekomme ich hier Deckbetten?« »Spezielle Deckbetten haben wir gar nicht«, antwortet der Verkäufer freundlich.
Das geht aber auch in jedem anderen Bett. Das jung verheiratete Paar kommt in ein Hotel. Bitte das schönste Doppelzimmer für 2 Nächte, sagt der junge Mann zum Portier. Da lächelt dieser die junge Frau an. Da haben sie aber Glück, sonst nimmt er nämlich das Zimmer nur für 1 Stunde. Könnten Sie mir bitte die Dame beschreiben? Stellen Sie sich ein charmantes, schönes, reiches, sympathisches junges Mädchen vor, antwortet der Heiratsvermittler. Und sie ist genau das Gegenteil. 2 rüstige Alte vor dem Altersheim schauen jungen Mädchen nach, die mit drallen Hüften und prallen Busen vorbeigehen. Man müsste noch mal 20 sein, seufzte eine Opa. Bist du verrückt? Antwortet der andere. Wegen der paar Nummern noch mal 45 Jahre schuften und auf die Rente warten müssen? Liebes, rief der entzückte Ehemann, du bist so schön. Dich sollte der beste Bildhauer nackt in Stein schlagen. 2 Herren, die an dem Hotelzimmer des jungen Paares vorbeigehen, hören zufällig diesen Ausruf, warten einen Augenblick und klopfen an die Tür. Wer ist da draußen? Fragt der Ehemann. 2 Bildhauer. Auf der Straße treffen sich 2 alte Freunde. Herzliches Beileid, sagt der eine. Wieso denn? Fragt der andere. Meine Frau hat gestern einen neuen Pelzmantel bekommen und morgen wird sie deine besuchen. Sie findet in seiner Tasche den Brief eines Eheanbahnungsinstituts und schreit vor Schmerzen auf. Du elender Heiratsschwindler, willst du noch eine Frau heiraten? Natürlich nicht, sagt er. Der Brief stammt doch aus dem letzten Jahr, als du so schwer krank warst. Der kleine Max bekommt beim Gewitter fürchterliche Angst. Er flüchtet zu seinen Eltern ins Schlafzimmer und kuschelt sich zwischen sie. Das passt den Eltern überhaupt nicht ins Konzept. Als Max endlich eingeschlafen zu sein scheint, wickelt der Vater seinen Jungen eine Decke und legt ihn auf den Bettvorleger. Als am nächsten Morgen der Wecker rasselt, springt der Vater mit einem Riesensatz aus dem Bett und tritt seinem Söhnchen auf den Arm. Der schreit laut auf. Ja, das haben wir gern. Morgens das Alte zertreten, wenn man nachts was Neues gemacht hat. Am Nachtportier kommen Sie nie vorbei, sagt sie, als sie auf der Wiese liegen. Wetten? Schön, dann dürfen Sie auf mein Zimmer kommen. Gewonnen, ruft er. Ich bin der Nachtportier. Im Harem eines reichen Scheichs gießt der Eunuch mit einer Gießkanne Wasser über die Haremsdamen. Fragt ein Gast, ja, was hat denn das für einen Sinn? Die, bei der es zischt, die ist dran. Klassentreffen, 30 Jahre nach der Zeit in einem Internat. Fragt einer der alten Männer einen anderen. Kannst du dich an den Namen von diesem Zeug erinnern, das sie uns damals als Potenzhämmer ins Essen gemischt haben? Soda. Stell dir vor, bei mir fängt es jetzt an zu wirken. Was hast du denn so lange in Evas Zimmer gemacht? Will Frau Schmidt von ihrem zukünftigen Schwiegersohn wissen. Der stottert. Weißt du, Eva ging es nicht gut und da habe ich sie hingelegt und ihr ein paar Tropfen gegeben. So, so, brummt Frau Schmidt. Dann solltest du aber auch wieder deine Hausapotheke zumachen. Am FKK-Strand. Eine junge, hübsche Dame setzt sich knapp neben Josefs Brille. Oh, Verzeihung, sagt sie. Beinahe hätte ich mich auf ihre Brille gesetzt. Macht nichts, beruhigt sie Josef. Die hat schon ganz andere Dinge gesehen. Der Ehemann kommt etwas früher als erwartet von seiner Geschäftsreise zurück. Und als er die Wohnungstür aufschließt, findet er auf dem Flur 2 Italiener, die dort warten. Was geht denn hier vor? Ruft er erstaunt. Nixe vor, sagt der eine Italiener. Erst Giovanni, dann ich und dann du. Eine Frau verliebt sich in den Trompeter eines Orchesters. Am Morgen nach der ersten gemeinsamen Nacht fragt er, na Liebste, hat es dir gefallen? Nun ja, meint sie schnippisch, es war ganz nett, nur die Trompete war etwas zu klein. So, sagt er, zu klein? Ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich in einem so großen Saal spielen muss. Was ist denn mit dir los? Ich mache mir Sorgen um meine Frau. Was hat sie denn? Mein Auto. Er ertappt seine Frau in flagranti. Sekunden schaut er den beiden zu, geht dann wortlos zum Ehebett, schnappt sich seinen Konkurrenten und schleift ihn zum Fenster. Öffnet das Fenster und wirft ihn aus dem 3. Stock hinunter. Die Frau schreit entsetzt auf, um Himmels Willen, er wird sich den Hals brechen. Wieso denn, antwortet der Mann, wer so vögeln kann, muss auch fliegen können. Als ich so alt war wie ihr, prahlt Opi, da habe ich es ein paar Mal am Tag gemacht. Aber man wird eben älter, dann ist es nur noch einmal am Tag, schließlich nur noch einmal in der Woche und zuletzt nur noch einmal im Jahr.
Dann grinst er und reibt sich die Hände. Und das ist nächsten Freitag. Die Party wird immer wilder. Sag mal, weißt du, wo Florian steckt? Fragt der Hausherr den Gast. Ja, im Schlafzimmer deiner Frau. Claudia wird kurz vor ihrer Hochzeit von der Mutter aufgeklärt. Also weißt du, Ehe, das heißt nicht nur für den Mann putzen, kochen, waschen und flicken. Da gibt es jetzt auch noch etwas anderes. Ich kann dir das jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber du weißt doch zum Beispiel, was die Hunde miteinander auf der Straße tun. Claudia erschrickt. Als sie spät nachts das Brautkleid ablegt, bittet sie ihren Angetrauten, du kannst mit mir machen, was du willst. Nur um eines bitte ich dich sehr herzlich, zieh mich nicht durch die Straßen. Casino-Party mit Damen. Leutnant Müller ruft. Wo sind die Eier am wärmsten? Betretenes Schweigen. Lacht Leutnant Müller. In der Pfanne natürlich. Allgemeine Heiterkeit. Meckert der schon ältere Major. So ein Unsinn. Wer setzt sich schon mit dem Hintern in eine Pfanne? Er kommt von einer Reise zurück und findet sie mit seinem besten Freund im Bett. Er zieht sich in die Bibliothek zurück und weint bitterlich. Kommt seine Frau zu ihm, legt tröstend die Hand auf seine Schulter und flüstert. Liebling, sei nicht traurig. Denk doch mal, es hätte doch auch ein Fremder sein können. Der Zimmerservice hat dem verliebten Paar ein fabelhaftes Menü serviert. Die beiden sind satt und zufrieden. Da fragt der Kellner, hat der Herr noch einen Wunsch? Nein, danke, Herr Ober, alles war vorzüglich. Kann ich noch etwas für die Frau Gemahlin tun? Oh ja, das hätte ich fast vergessen, antwortet er. Bringen Sie mir bitte eine Postkarte des Hotels und eine Briefmarke. Zwei Geschäftsleute übernachten im Hotel und hören nachts eine Frau im Nebenzimmer sehnsuchtsvoll rufen. Ich brauche Liebe, Liebe, Liebe! Einer der Herren macht sich sofort auf, um der Liebebedürftigen beizustehen. Als er nach einer Stunde erschöpft in sein Zimmer zurückkommt, stöhnt er, Mann, das war die Hölle. Die kann nicht genug kriegen. Und nach jeder Runde nimmt sie ein Stück Kreide und malt einen Strich an die Wand. Der Frau kann geholfen werden, meint sein Zimmergenosse und verschwindet ebenfalls nach nebenan. Er bleibt die ganze Nacht. Als sein Kollege morgens aufwacht, hört er im Nebenzimmer die Frau rufen, ich brauche Kreide, Kreide, Kreide. Ein Junggeselle kommt mit einem blauen Auge ins Büro. Na, du bist wohl gestern von einem Ehemann überrascht worden. Sowas Ähnliches. Als ich mich heute Morgen anzog, sprang mir ein Knopf von der Hose ab. Tja, wenn's ums Nähen geht, habe ich 5 Daumen an jeder Hand. Deswegen ging ich also zu meiner Nachbarin und bat sie, mir den Knopf anzunähen. Und die Gelegenheit hast du dann ausgenutzt? Nein, nein, sie nahm ihren Nähkorb, setzte sich vor mich hin und begann den Knopf anzunähen. Und in dem Augenblick, als sie den Faden abbiss, kam ihr Mann ins Zimmer. Jetzt erklär dem mal, dass die mir nur was annähen wollte. Die prächtig gebaute Britta hat auf dem Hoteldach ein verschwiegenes Plätzchen zum Sonnenbaden gefunden. Da außer ihr niemand auftaucht, legt sie schließlich auch noch den Bikini ab. Eine Minute später kommt ein Hoteldiener herbeigestürzt. Solange sie Höschen und Oberteil noch anhatten, haben sich die Ehefrauen unserer Gäste nur geärgert, aber jetzt protestieren sie. Sie liegen nämlich auf dem Glasdach des Restaurants. Ein junges Mädchen wollte nach Amerika. Ein Matrose schmuggelte sie an Bord seines Schiffes und versteckte sie im Laderaum. Jede Nacht kam er sie besuchen und holte sich seine Belohnung. Immer wieder vertröstete er sie, wenn sie fragte, wann sie nun endlich in ihrem Bestimmungshafen ankämen. Nach 3 Wochen wurde es ihr zu bunt. Sie ging zum Kapitän. Ich bin ein blinder Passagier. Sagen Sie mir bitte, wann laufen wir endlich New York an? New York? Lacht der Kapitän. Mein liebes Fräulein, Sie sind auf der Fähre Dover-Calais. Ein Amerikaner bewundert auf einem Bauernhof die schönen Pferde und will 100 Pfund Rosshaar kaufen. Der Bauer schneidet den Pferden die Haare und wiegt sie ab. Da es genau 98 Pfund ergibt, geht er schnell zum Großvater und schert ihm seinen langen weißen Bart, damit die 100 Pfund voll werden. Da es genau 98 Pfund ergibt, geht er schnell zum Großvater und schert ihm seinen langen weißen Bart, damit die 100 Pfund voll werden. Der Amerikaner ist zufrieden über seinen Kauf und geht. Am nächsten Abend, als der Bauer vom Feld kommt, sieht er den Großvater hoch oben auf dem Baum. Was machst du denn da oben? Willst du nicht herunterkommen? Der Großvater mit zitternder, ängstlicher Stimme. Der Ami ist wieder da. Er will 100 Eier und 98 hat er schon im Stall gefunden. Mein lieber Freund, sagt der Arzt zu dem jungen Mann, Ihnen fehlt im Grunde nichts. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine Frau. Also geht der junge Mann zu einem Callgirl und hat es auch sehr eilig. Hör mal, Kleiner, bremst ihn die Schöne. Wie viel willst du denn anlegen? Gar nichts, erwidert er entrüstet. Ich bin doch in der Krankenkasse.
sagt ein kleines Mädchen zu seiner Mutter. Ich weiß gar nicht, was du immer behauptest. Der Onkel Eduard sei ein netter Mensch. Immer sperrst du ihn in den Schrank, wenn Papi kommt. Mit roten Wangen und verschämtem Blick muss der 13-jährige Tommy die Strafpredigt seiner Mutter über sich ergehen lassen. Tommy, dein Klassenlehrer rief eben an und teilte mir besorgt mit, dass er dich heute nach der Turnstunde im Umkleideraum mit einem Mädchen erwischt hat. Erklär mir nun mal gefälligst, was da vorgekommen ist. Da druckst der Tommy unruhig herum. Also, das war so. Ich zeigte ihr meins und sie zeigte mir dann ihres. Fassungslos stöhnt die Mutter. Du meine Güte, und was war dann weiter? Nun ja, dann geriet eins ins andere. Zwei ältere Herren unterhalten sich in der Kneipe über ihr Sexualleben. Meint der eine, also ich habe vor einigen Wochen bei einem Spezialisten in Dänemark eine Penistransplantation bei mir durchführen lassen. Ich musste zwar 10 Tage in der Klinik liegen, aber seitdem läuft es bei mir im Bett fantastisch. Der andere ist überaus neugierig und lässt sich die Adresse geben. Das lasse ich bei mir auch machen. Einige Monate später treffen sie sich wieder. Und? Fragt der eine. Wie war's? Alles jetzt zufriedenstellend? Ganz und gar nicht. Im Grunde schlechter als vorher. Das ist ja merkwürdig. Darf ich mal sehen? Ja, sowas. Da hat man ihnen doch glatt meinen Alten angenäht. Klausi ist beim Psychologen. Ich bekomme andauernd einen Ständer, Herr Doktor. Alle paar Minuten regt sich bei mir was. Was kann ich nur dagegen machen? Der Psychologe rät ihm, er solle doch sofort kalt duschen, wenn er eine Erektion bekommt. Einige Wochen später ist er wieder in der Sprechstunde. Und, ist es besser geworden? Nein, im Gegenteil. Jetzt bekomme ich jedes Mal, wenn es draußen regnet, einen Ständer. Ein älterer Polizist hat mittlerweile doch erhebliche Potenzschwierigkeiten. Jedes Mal, wenn er mit seiner Frau Sex haben möchte, erschlafft sein bestes Stück schon nach ganz kurzer Zeit. Sie ist darüber ziemlich genervt. Eines Tages, als es im Bett wieder mal passiert, greift sie neben dem Bett in seine Dienstuniform, zieht die Pistole und schreit frustriert, »Stehen bleiben oder ich schieße!« Er lernt auf der Party ein tolles Mädchen kennen. Und natürlich landen sie später gemeinsam im Bett, cha-cha-cha. Danach meint er, ach, wenn ich gewusst hätte, dass du noch Jungfrau bist, hätte ich mir viel mehr Zeit genommen. Sie, nein, wenn ich gewusst hätte, dass du mehr Zeit übrig hast, hätte ich meine Strumpfhose ausgezogen. Bauer und Bäuerin sind seit 10 Jahren verheiratet. Und jedes Jahr hat der Bauer die Bäuerin geschwängert und sie hat jedes Jahr ein Kind zur Welt gebracht. Jetzt sagt sie, 10 sind wirklich genug. Da er jedoch immer noch große Lust auf Sex hat, schickt sie ihn ins Dorf zum Apotheker. Der hört sich das Problem an und verkauft dem Bauern eine Großpackung Kondome. Abends im Bett. Der Bauer will wieder ran und beruhigt sie. Es kann nichts passieren. Ich nehme die Dinger vom Apotheker. Dann kriecht er geheimnisvoll unter die Bettdecke mit seiner Packung Kondome. Es raschelt und krabbelt unter der Bettdecke. Nach 10 Minuten hat sie genug. Was machst du denn da? Da sagt er, 24 habe ich jetzt drüber, aber der letzte geht nicht mehr drauf. In der Kondomabteilung eines Erotikshops erscheint hochempört ein Kunde. Ich muss mich beschweren. Die bunten Kondome, die ich gestern gekauft habe, färben ab. Die Verkäuferin ist ein wenig verlegen und weiß nicht, was sie sagen soll. Da mischt sich ein in der Nähe stehender, sehr alter Herr ein. Und außerdem knicken sie in der Mitte immer durch. Die hübsche junge Medizinstudentin macht ihr Examen. Der Professor will sie ein wenig in Verlegenheit bringen. Was denken Sie? Kann man sich auf einer Flugzeugtoilette eine Geschlechtskrankheit holen? Im Prinzip ja, aber es ist sehr unbequem. Ein Vertreter sitzt abends in einer Dorfbar mit einer Show. Ein 80-jähriger Opa kommt auf die Bühne und legt eine Walnuss vor sich auf einen Tisch. Unter Trommelwirbel holt er seinen Penis raus und zerschlägt damit die Nuss in 1000 Teile. Der Vertreter ist stark beeindruckt. Einige Jahre später ist er wieder in der Dorfbar zu Gast und freut sich riesig, als er sieht, dass der jetzt 85-jährige Opa immer noch im Programm auftritt. Diesmal legt er sogar eine Kokosnuss auf den Tisch. Trommelwirbel, Ding raus, zuschlagen, Kokosnuss zerspringt in 1000 Stücke. Der Vertreter ist völlig hingerissen und geht begeistert zum Alten. Die Walnuss vor 5 Jahren war ja schon spitze. Warum nehmen Sie denn in Ihrem Alter jetzt sogar eine Kokosnuss? So sagt der Alte. Ja mal, die Augen wären heute schlechter. Ein kleiner Junge muss nachts zum Klo und kommt am Schlafzimmer seiner Eltern vorbei. Die Tür steht einen Spalt offen. Er wirft einen neugierigen Blick rein und geht weiter. Dann sagt er leise, aber voller Empörung und vor sich hin, ich kriege von Mami immer eine runtergehauen, wenn ich am Daumen lutsche.
der Pfarrer am Grabe. Heute geben wir unserem lieben Mitbürger Hubert das letzte Geleit. Kampf, das war nicht nur sein Name, sondern auch sein Lebensmotto. Für die Armen hat er gekämpft und auch für die Obdachlosen. Er hat gekämpft für die Kranken und gekämpft für die Alten. Nie hat er verzagt, nie aufgehört zu kämpfen. Tuschelt ein Beerdigungsgast zu seinem Nachbarn. Also meine Grabrede dürfte dieser Pastor nicht heißen. Wieso? Ich heiße Vogel. Kläuschen hat im TV ein neues Wort aufgeschnappt. Du Papi, was bedeutet impotent? Dem Vater ist es gar nicht so recht, also der ist so richtig verlegen und denkt nach. Dann hat er eine Erleuchtung. Du hast doch ein Mikado-Spiel mit vielen Stäbchen. Und jetzt stell dir mal vor, du tauschst die Holzstäbchen gegen weichgekochte Spaghetti aus. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Wird der kleine Peter in der Schule gefragt. Eine Packung Tampons! Die Lehrerin ist verlegen und überrascht zugleich. Wieso das denn? Im Werbefernsehen sagen sie doch immer, damit kann man schwimmen, Radfahren, Surfen, Skilaufen, Tennis spielen, einfach alles. Nach Monaten auf See kommt der Matrose wieder an den Heimathafen zurück. Am Pier sieht er, wie seine Frau ihm zuwinkt und er schreit ihr zu, EB, EB. Sie schreit zurück, EE, EE. Ein anderer Matrose steht daneben und fragt neugierig, ja, was soll denn das heißen? Ach, es ist jedes Mal dasselbe mit ihr, wenn ich zurückkomme. Sie will erst essen. Im Abteil eines Zuges. Ein junger Mann und eine junge Frau sitzen sich gegenüber. Als sie entdeckt, dass sein Hosenschlitz offen ist, sagt sie ein wenig verlegen, Entschuldigung, aber ihr Geschäft ist offen. Er bekommt einen roten Kopf und zieht den Reißverschluss an seiner Hose wieder zu. Dann fragt er sie immer noch ein bisschen peinlich berührt, konnte man auch den Geschäftsführer sehen? Sagte sie, das nicht, aber die beiden Prokuristen. Ein Mann stürzt ziemlich angetrunken in eine Kneipe, hält sich an der Theke fest und grölt mit lauter Stimme zum Wirt herüber. Einen doppelten Whisky und was zum Bumsen. Der Wirt reagiert sauer. Sagen Sie mal, Sie haben wohl heute noch keinen aufs Maul bekommen. Doch, schon viermal, aber noch nicht zum Bumsen. Willi zu Paul. Was ist der Unterschied zwischen Onanieren und richtigem Geschlechtsverkehr? Sagt Paul, Geschlechtsverkehr macht mehr Spaß. Sagt Willi, richtig. Und man lernt mehr Leute kennen. Zwei Frauen haben sich beim Elternabend kennengelernt und gehen danach noch ein Trinken. Sie reden über Gott und die Welt und begießen ihre neue Freundschaft reichlich. Schließlich sagt die eine, und sag mal, wie harmonierst du mit deinem Mann sexuell? Die andere, ach, davon will er nichts wissen, er will's immer nur treiben. Ist die nicht süß? Schwärmt das Callgirl von ihrer 5 Wochen alten Tochter. Und auf dem Rücken liegen kann sie auch schon. Ein Gutsbesitzer hält sich einen Papagei, der ungeheuer viele Sätze sprechen kann und damit die Gäste immer zum Lachen bringt. Leider hat er auch die schlechte Angewohnheit, die auf dem Gut frei umherlaufenden Hühner zu bespringen und laut zu schreien. Dir besorg ich's jetzt mal so richtig. Dem Gutsbesitzer ist das peinlich und er verbietet dem Papagei, die Hühner zu bespringen. Ohne Erfolg. Dann droht er, wenn du noch einmal die Hühner bespringst, reiße ich dir sämtliche Federn vom Kopf. Der Papagei gehorcht wieder nicht und so folgt die Strafe auf dem Fuße. Der Gutsbesitzer rupft ihm tatsächlich alle Kopffedern aus. Kurze Zeit danach gibt es ein großes Fest auf dem Gut. Der Papagei muss in der Eingangshalle in seinem Käfig bleiben, darf aber die Gäste einweisen. Garderobe für Herren ist rechts, für Damen links, Herren rechts, Damen links. Dann sieht er plötzlich zwei ältere Herren mit Glatze sich nähern und kreischt ganz aufgeregt. Herren rechts, Damen links und ihr beiden Hühnerficker kommt zu mir in den Käfig. Vorm Fernseher sagt Rolf zu seiner Blondine, zieh dich ruhig wieder an, das Fußballspiel wird verlängert. Die kleine Karin geht in die Bäckerei, um 2 Hörnchen und eine Schneckennudel zu kaufen. Die Schneckennudel möchte ich gleich essen, sagt die Karin. Als die Bäckerin ihr die Schneckennudel über die Ladentheke reicht, fällt diese auf den Fußboden. Klein Karin hebt sie wieder auf, sagt die Bäckerin. Ui, sind Haare am Schneckle? Langt Klein Karin sich mit dem Zeigefinger unter den Rock und sagt zur Bäckerin, nein, noch zu jung. Der Vater sagt zum Fritzi, der Storch hat dir letzte Nacht ein Schwesterchen geschenkt. Mensch, Papi, da laufen in der Stadt die geilsten Tussis rum und du machst es mit einem Storch. 5 Schniedel gehen ins Schwimmbad, 4 springen rein, einer bleibt am Beckenrand stehen. Warum? Einer muss doch auf die Säcke aufpassen. Stefan hat im Bett versagt, jammert seine Freundin. Da habe ich wohl beim Waschen vom Laken zu viel Weichspüler benutzt.
Manfred hat mir gestern im Garten ein süßes Rotschwänzchen gezeigt, sagt Biggie zu ihrer Freundin. Gut, dass du mir das sagst, dann ist mein Lippenstift wohl doch nicht kussecht. Fragt Hein Mück seinen Freund. Hast du schon mal Telefonsex ausprobiert? Nein, ich krieg mein Ding doch gar nicht in den Hörer rein. Disco-Geflüster. Sag mal, bist du bei der Post? Nee, wieso? Weil du mich wie eine Drucksache behandelst. Mein Freund kommt immer, um mich zu besuchen. Meiner besucht mich immer, um zu kommen. Welche Farbe hat der Schimmel, der eilig zur Stute galoppiert? Deckweiß. Norbert im Swingerclub. Licht an, ich hab's schon wieder mit meiner Frau getrieben. Sagt sie, mein neuer Arzt ist fantastisch. Er hat mir gesagt, was für eine schöne Haut ich als 50-Jährige habe und was für sensationelle Brüste ich als 50-Jährige habe. Und was für tolle Beine als 50-Jährige. Unterbricht ihr Mann sie. Und was hat er zu deinem 50-jährigen Arsch gesagt? Ach Gott, von dir haben wir überhaupt nicht gesprochen. Warum liegt eine Ostfriesenfrau mit gespreizten Beinen am Strand? Sie wartet auf eine Seezunge. Die Ehefrau hält mit spitzen Fingern ein Seidentuch hoch. Gehört das nicht deiner Sekretärin? Der Mann erbleicht. Wo hast du denn das gefunden? Wieso ich? Der Postbote fand es unter deinem Nachttisch. Was heißt Onanieren auf Türkisch? Work the Gürk. Zwei Kitzler gehen durch die Stadt. In welches Geschäft gehen sie wohl? Natürlich zum Schlecker. Mami, wie machen Krebse eigentlich Liebe? Fragt der Hansi. Das weiß ich auch nicht, meint die Mutter. Dein Vater ist Widder. Wussten Sie eigentlich, dass Fellatio die angenehmste Art ist, Frauen den Mund zu stopfen? Hey, sag mal, Manu, bist du eigentlich noch Jungfrau? Fragt einer von drei Kerlen. Nein, ich bin Löwe, sagt Manu. Warum ist die Vagina der Frau senkrecht und nicht waagerecht? Weil sie sonst beim Gehen schmatzen würde. Der Richter fragt Rita, stimmt es, dass der Angeklagte sie eine billige Nutte genannt hat? Ja. Und womit haben sie ihn niedergeschlagen? Mit einem Sack voller Euromünzen. Schaut euch auch die anderen Ausgaben vom Spastiker Verlag an. Flachwitze, Witze aus dem Altersheim, saulustig, böse Witze, 600 Deine-Mutter-Witze, Chuck Norris-Witze und, und. Viel Spaß!